Okay, was soll man als Trainer groß sagen? Bei 5 Tore und 3 Punkten, also wieder ein Sieg, ist es natürlich schwer zu jammern. Und wahrscheinlich glaubt es auch keiner. Aber um es wirklich auf den Punkt zu bringen, das war unser schlechtestes Saisonspiel. Es war ein richtig niedriges Saisonspiel. Für mich ein Spiel mit Pleiten, Pech und Pannen. Und wenn man wirklich mal ehrlich ist, dann gewinnt eine Mannschaft, die vorne steht, so ein Spiel. Eine Mannschaft, die hinten steht, die verliert so ein Spiel. Nichtsdestotrotz, Glückwunsch an die Mannschaft und dem SV Steinbach. Alles Gute für die restliche Runde. Dankeschön. Ja, erstmal Glückwunsch nach Unterweissach zum Sieg. Ich denke, die erste Halbzeit war irgendwo ausgeglichen. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben in der ersten Viertelstunde 2, 3 gute Möglichkeiten gehabt, wo eigentlich einfach der letzte Ball nicht gepasst hat. Wenn wir da vielleicht das sauber rausspielen, gehen wir vielleicht sogar 1-0 in Führung. Ja, dann geht der Gegner durch ein Freistoßtor in Führung. Wir kommen wieder zurück kurz vor der Halbzeit, denken schon, das ist der Pausenpfiff, kriegen fast im Gegenzug wieder das 2-1. Und in der zweiten Halbzeit, wie es der Kollege schon gesagt hat, irgendwo hin und her und Pech und Glück. Und dann das machen wir das 2-2, kriegen dann wieder im Gegenzug fast das 3-2, also kriegen dann das 3-2. Und dann ist das Spiel meiner Meinung nach ein bisschen hin und her gegangen, ohne wirklich zwingende Torchancen. Dann haben wir, weiß ich jetzt nicht, ob es hundertprozentig Handspiel war. Ich denke, so wie die Jungs das auch sagen und auch der gegnerische Keeper gesagt hat, es war ein Handspiel, hätte eigentlich 11 Meter geben müssen. Ob wir dann das 3-3 machen, das steht in den Sternen noch oder ist, hätten wir nicht gewusst. Aber im Gegenzug kriegst du dann das 4-2 und dann das 5-2. Ich denke, erste Halbzeit haben wir gut mitgehalten, unterweise auch wenig Räume gegeben, sie nicht ins Spiel kommen lassen. Aber wie der Robert schon gesagt hat, wenn du oben stehst, gewinnst du solche Spiele. Wenn du jetzt momentan nach unten stehst, verlierst du sie. Und ich denke, für uns heißt es einfach weiterarbeiten. Wir hatten jetzt die letzten 3 Spieler wirklich die 3 Top-Favoriten mit Unterweissach, Remshalden und Nelmersbach. Wir müssen uns kurz schütteln und dann tun wir einfach konzentriert weiterarbeiten. Hoffen, dass die Verletzten wieder langsam zurückkommen. Und dann werden wir sicherlich auch unsere Punkte machen. Dankeschön.